Moin moin und hallo zu einer neuen Folge von Ghost of a Tale. Wir sollen ein Königsgewand zusammenstellen. Und da werde ich erstmal zum Schmied gehen. Mal schauen, was der dazu zu sagen hat. Da weiß er immer ganz gut Bescheid, wo wir neue Kleidung finden. Also, ja. Wir hatten, glaube ich, auch immer in einem kurzen Dialog schon da was angeschnitten, wo was sein könnte. Also der Bart, das weiß ich schon, das ist bei dem Frosch, da haben wir auch schon die Bürste gefunden und dann wird er uns den bestimmt geben. Ja, und mal gucken, wo wir den Rest herbekommen. Und was dann geschieht. Ich spiele immer noch mit dem Steam-Controller. Ich habe mich jetzt einigermaßen dran gewöhnt an das Ganze. Und wird immer angenehmer damit. Ah, hier geht's nicht lang. Das war... Doch, das war der Weg. Was sage ich hier? Genau. Ja, wird immer angenehmer damit zu spielen. Ist einfach, würde ich sagen, nur eine gewisse Gewöhnungssache, ne? Ich sage, man muss das natürlich auch dann mal bei schnelleren Spielen nochmal probieren, aber hierfür ist schon, funktioniert das ganz gut. Okay, da sind wir schon. Mal gucken, was der Gute uns zu sagen hat. Ja, das kennen wir bereits. Ich suche Kleidungsstücke. Ach, sag mir, was du brauchst. Ja, das Gewand des Königs. Die Krone interessiert mich. 7 Goldklumpen. Gut. Ich hab 7. Ja, dann. Hä? Ich hab das Gold. Zeig her. Die Qualität ist nicht so besonders, aber wird schon gehen. Also gut, Euer Majestät, gebt mir 6 Stunden und ihr bekommt eine Krone. Na okay, darüber kann man sprechen. Ja, frag mich aber, brauche ich noch was für das Gewand? Den Bart... Ist das komplette Königsgewand dann? Dafür brauche ich noch 6 Stunden. Aber den Bart weiß ich ja auch schon, wo er ist. Die Frage ist... Was gehört noch dazu? Das ist der Bart, die Krone und die Schuhe. Und die kenne ich, weiß ich nämlich nicht, wo die sind. Die Königsschuhe. Deshalb, darum geht's mir. Das will ich noch wissen. Das Gewand des Königs. Ja, kommt drauf an, was er mir hier verrät, ne? Ich hole erstmal den Bart, weil wenn er mir jetzt das verrät und ich gebe ihm das Geld aus, wäre ärgerlich. Weil vielleicht brauche ich ja noch mehr Informationen und dann... Ja, ihr wisst schon Bescheid. Wir wollen ja das Geld nicht zum Fenster rauswerfen. Wo geht's weiter? Ja... Das sind sogar 2. Aber ich muss zum Frosch. Was machen wir hier ganz taktisch? Schleichen wir uns vorbei. Und dann rennen. Bam. Ja. Eine Maus wie mich, die kriegt er nicht. Was ist denn mit dem? Da ist doch auch einer gewesen. Verstecken. Und schon
Ist das gut? Ja, gib's auf. Mich kriegt er nicht. Und gucken wir mal, ob wir jetzt den Bart bekommen. Wir haben die Bürste gefunden, die er wollte. Ja. Kerosino, ich hab die Bären und die Bürste für deinen Bart. Bären auch? Okay, dann in Ordnung. Schneeweiße Haarsträhnen bleiben in den Borsten der Bürste hängen. Als du damit den verfilzten Bart des Frosches bearbeitest, bald hast du genug Haare, um dir einen eigenen Bart zu machen. Jetzt steckt mir die Bären in den Mund. Okay, der Frosch kaut eine Weile auf den Bären herum, bis er eine matschige blutrote Pampe gebildet hat, die aus dem Maul über sein Kinn und den Bart läuft. Okay. Steh doch nicht da rum und halt Maulaffenpfeil. Verreib es und vergiss nicht die Augenbrauen. Na, der hat Sprichwörter drauf. Du massierst die süße, stinkende Pampe zögerlich in Carols Bart. Was sagst du? Ja, sieht schon 20 Jahre jünger aus. Ja, willst du meine ehrliche Meinung? Nein, nicht wirklich. Bist du fertig? Dann mach, dass du rauskommst. Na, okay. Okay. Ja. Passt aber zu ihm. Sein Bart haben wir. Den haben wir. Ja, dann gehen wir nochmal zum. Also dann gehen wir nochmal zum Schmied. Lassen die 6 Stunden verstreichen. Ja, wir haben genug Ausdauer. Können wir durchrennen. So langsam wie die sind. Ja, zum Glück stehen die jetzt nicht auf der Brücke. Und nehmen wir uns den Geheimgang. Ja, Mäuse haben immer solche. Die Mäuselöcher, ne? Die Geheimgänge. Willkommen. Ah. Hätte nicht gedacht, dass er mir so weit folgt. Ja, lass uns mal vorbeigehen. Da wird mir auch mit so einem Schleier jetzt angezeigt. Hat sich die Fähigkeit nochmal verbessert? Oder war das die ganze Zeit so und ich hab's noch nicht bemerkt? Na, egal. Wir machen unsere 6 Stunden. Die Krone ist fertig. Ah, wie läuft's denn mit der Krone? Hier! Der Schmied nimmt seinen Hut ab und enthüllt eine fein gearbeitete goldene Krone, die genau deine Größe hat. Ja, gute Arbeit! Die ist wunderschön. Ja, nicht schlecht, du musst mir das ganze Gewand zeigen, wenn du fertig bist. Echt gut gemacht. Ach, hör auf, kann ich dir sonst noch weiterhelfen? Ja, brauch noch ein paar Schuhe. Hast du eine Idee, wo ich die finde, die Schuhe? Oh, 4 Florin. Lass mich nachdenken, Sima. Ich habe ein paar Orte auf deinen Karten markiert, wo du auf der Suche beginnen kannst. Ja, wenn wir schon dabei sind. Fehlt mir noch eine Karte? Okay, Kanalisation kenne ich schon. Fehlt mir sonst noch was? Ein paar Dinge, die ich suche.
Die Bande habe ich schon. Das habe ich auch alles schon. Also, so viel Information hat er jetzt auch nicht noch für mich. Kurz eine Speichere. Ja, aber einen schnellen Speicher. Was hat er denn auf der Karte markiert? Das ist nur der Ruhm des Roten Waldläufers. Und das ist auch alles nicht hier im Burghof. Allerdings, wenn ich jetzt hier mal. Ach, wo sind denn die. Wo könnten denn solche. Diese Schuhe sein? Wachturmkarte? Dann müsste es ja auch eingezeichnet sein, wenn da noch was ist. Würde ich jetzt so mal denken, jedenfalls. Katakomben. Kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Verlies. Hier ist es eingezeichnet, ja. Er hat irgendwas markiert, aber ja. Ich sehe hier nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das ist nur mit dem Waldläufer. Obwohl das hier auch echt relativ nah in der Nähe sein soll. Verwirrt mich. Hafen? Da ist auch nichts. Aber Kanalisation hab ich doch schon, oder? Katakomben, Verlies, Kanalisationskarte. Weil er da irgendwie noch was mit so einer Karte erzählt hat. Na egal. Ich guck aber trotzdem mal hier drüben. Getreide. Also wenn irgendjemand Getreide braucht, ich bin der Richtige dafür. Was? Ja, komm. Echt jetzt? Wollt doch noch hier was nachschauen. Was ist mit diesen Steinen? Kann ich sonst vielleicht noch irgendwas wegsprengen mit diesem Zeug? Egal, ich gehe jetzt erstmal als nächstes zu dem König, aber erstmal natürlich ohne diesen Begleiter, der da die ganze Zeit hinter mir hertrottet. Ich will nicht seine Gesellschaft. Der soll mir nicht mehr folgen. Nein, ich habe keinen Bock auf den. Müssen wir uns verstecken. Und dann wird er auch wieder gehen. Genau. Ich gehe doch erstmal zu dem. Wer jetzt so rein vom Gefühl, würde ich sagen. Dass das bei. Dass das irgendwo bei dem. Bei dem Hauptmann ist, kann ich mir auf jeden Fall im ehesten vorstellen. Oder an irgendeiner Schatulle. Echt jetzt? Was hat er noch irgendwas gesagt? Das bis zum Abend am Hafen. Ist am Abend am Hafen. Okay. Oder muss ich den an Hafen treffen? Ich warte trotzdem erstmal nochmal die Zeit. Hier oben ist auch noch irgendwas. Da kommen wir nicht so einfach hin. Und hier drüben und oben. Da könnte diese Waldläufergeschichte sein. Hier oben drin. Na? Okay. Also wirklich einen Hinweis habe ich ja gar nicht bekommen auf dieses Kommandanten-Hafen-Ding.
Von dem Schmied. So viel weitergeholfen hat er mir jetzt nicht. Ist hier noch irgendwas? Nee. Dann warten wir bis zu den Morgenstunden. Und geben auf jeden Fall die Quest dort erstmal ab. Da haben wir auch noch eine. Mal gucken, was wir da kriegen. Kann er uns vielleicht doch noch irgendwas erzählen? Kleidungsstücke? Ja gut, der hat keine Informationen noch dazu. Er hat es irgendwo eingezeichnet. Ja, aber da konnte man nicht viel sehen. Wie dem auch sei, das findet man schon noch. Dann gehen wir nochmal zum Hauptmann. Vielleicht hat er ja auch noch irgendeine weitere Information für uns, die uns weiterhilft. Kommandant. Es sind ja auch noch so viele verschlossene Schatullen da. Wüsste ich auch kein, was da alles drin ist. Gut. 13 Banner wurden verbrannt. 13? Ja, die magische 13. Genau wie damals in Großbieringregge. Das ist kein gutes Zeichen. Ja, zuerst brennen Banner und am Ende steht die Meute vor dem Burgtor und die Garnison ist in Flammen. Das ist diese verdammte Mausrecke. Die aus dem Gefängnis erstickt in der Sache, da bin ich mir ganz sicher. Ich werde aus Juba Verstärkung anfordern, eins werde ich dir versprechen. Solange ich hier das Sagen habe, wird sich die Geschichte nicht wiederholen. Kann ich sonst noch irgendwas passieren? Ja, vielleicht später. Also jetzt sind wir auf jeden Fall auf der Höhe von dem von diesem Outfit, was uns hier noch angezeigt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass ich hier irgendwas übersehen habe und dass hier irgendwo seine Strümpfe noch rumliegen. Wo sollten die sonst sein? Was ist mit dem Eimer? Warum kann ich den bewegen? Okay. Da kann ich irgendwo draufklettern. Aber was würde mir das bringen? Komisch. Hier hinten ist auch nix. Ich dachte, hier ist vielleicht noch irgendwas, was ich übersehen habe. Zwischenbericht der Küste. Das Protokoll kenne ich auch schon. Liegt hier hinten noch was? Ja, Getreide. Kann ich da vielleicht irgendwie Brot backen oder so? Bei der Köchin? Kann auch sein. Okay, hier ist wirklich alles abgegrast. Hier ist nichts mehr. Dem Raum kommen wir nicht weiter. Dann machen wir mal die Karte auf. Also es ist so, als ob das genau neben uns ist. Korridortruhenschlüssel. Das ist hier drin auf jeden Fall. Korridortruhenschlüssel. Wo kriegen wir den her?
hatten wir auch schon alles untersucht. Hier waren wir auch schon. Hier bist du mir ja schon rausgegangen. Aber hier oben war ja auch nix. Und ich gehe mal davon aus, dass uns diese Kleidung angezeigt wird, ne, wenn wir den Ort betreten. Okay, gehen wir mal hier runter. Ja, das ist aber 100% diese Kiste. Bin ich mir sicher. Wenn ich hier unten bin, wird es grau, genau. Genau. Das ist dort. Wo könnten deine Strümpfe sein und wen könnte ich fragen? Oder werde ich denn schon anerkannt? Nee, glaube ich nicht. Ich muss das komplette Outfit finden, ne? Königsgewand zusammenstellen, genau. Was haben wir hier noch? Steht irgendwas dazu noch? Das ist alles das, was ich schon gefunden habe, genau. Die wahre Identität des Meisters. Die Blumen habe ich auch fast alle. Suche den Kompass in der Kanalisation, aber das hilft mir jetzt auch nicht so viel weiter erstmal. Gibt sie das Fernglas zurück? Ist er denn noch oben? Bei dem, wo wir gestartet sind? Dann mache ich das doch erstmal. Dann machen wir erstmal die paar Sidequests auch mit fertig. Geben so viel ab, was wir schon mal haben. Warum habe ich ihn das eigentlich schon nicht zurückgegeben? Na egal. Dann gebe ich ihn jetzt zurück. Gibt ein paar Erfahrungspunkte. Da kann auch nicht schaden. Wir wissen ja langsam den Weg. So, dann mache ich mich nochmal schneller. Wir gucken nach. Ja, wir haben ja schon fast das komplette Königsoutfit zusammen. Ich bin immer gespannt, was diese Elster uns zu sagen hat, wie es dann weitergeht. Oh, aber erstmal kriegt hier der Sichler sein Fernglas. Ja, hier oben auf dem Turm ohne Fernglas ist ja auch ein bisschen schlecht, ne? Kann man auch nicht so gut Ausschau halten, auf wenn neu gefahren. Ich habe dein Fernglas. Ja, ich hab da eine ganze Menge noch mit. Ich hätte es nicht machen sollen. Level up? Yeah. Sehr schön. Hier oben ist noch ein Schlüssel. Dann ist der Schlüssel für hier unten. Was habe ich denn für einen Schlüssel bekommen? Ist das nicht der Speisekammerschlüssel? Sieh das Feldkistenschlüssel. Hä? Ich habe da jetzt nicht den Speisekammer-Schlüssel bekommen. Sieh das Truhenschlüssel, den Feldkastenschlüssel hatte ich doch schon. Das war hier oben der. Speisekammer-Schlüssel habe ich ja schon länger. Feldkiste.
Stechstiel hätte ich schon ge. Oder hatte ich ihn den zurückgegeben und dann wieder genommen oder sowas? Ja, wie dem auch sei. Ja, wir haben das fast das komplette Outfit zusammen. Und in der nächsten Folge, dann werden wir das auch den Rest finden. Und schauen, wie es weitergeht bei Ghost of a Tale.